Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games & Jack Hardware. Heute präsentiere ich euch die brandneue Epic Gear Defiant. Hierbei handelt es sich um eine mechanische Gaming-Tastatur, die voll und ganz auf Modalität setzt bzw. auf Individualität. Nämlich der Hersteller bietet quasi hier die Basistastatur an, aber es gibt auch verschiedene Zubehörelemente, die man kaufen kann. Unter anderem zum Beispiel eine Handballenauflage, ja, die könnt ihr euch dann in schriftlichen Testbericht ansehen, da haben wir ein paar Fotos noch gemacht. Und es ist ebenfalls möglich, sogar die Schalter, dass man die tauscht. Da komme ich dann später nochmal genauer drauf zu sprechen. Jetzt zunächst einmal, wie sieht es aus mit der Verarbeitung, mit dem äußeren Erscheinungsbild? Also wir haben hier, man sieht es schon, eine Full-Size-Layout-Tastatur, die Maße hat von knapp 46 cm in der Länge, eine Breite von knapp 17 cm und eine Höhe von 4 cm. Ich habe es bereits erwähnt, optional gibt es auch eine Handballenauflage hier, ja, die so aus einem Silikongemisch ist, sehr angenehm. Es gibt auch dann noch eine sogenannte, ich nenne es jetzt einfach mal Tournament-Auflage, ja, die ist dann nur etwas, also die ist etwas kleiner, ja, die ist nur halb so groß wie eine normale Handballenauflage, die ist eben speziell für die Leute im Gaming-Bereich. Entschuldigung, hier an der linken Seite wird die angebracht, eben wenn man mit WASD zockt und so weiter. Und ja, es soll noch generell noch weitere Zubehörteile folgen. Mehr dazu bei uns im schriftlichen Testbericht. So, kommen wir direkt zur Verarbeitung. Die Maße habe ich bereits genannt. Die Tastatur bringt knapp 1 Kilogramm auf die Waage und das USB-Kabel misst 2 Meter. Der Anschluss erfolgt über USB 2.0. Das Kabel selbst ist textil ummantelt, sehr strapazierfähig und gleichzeitig auch sehr flexibel. So, Verarbeitungsqualität, wir sehen es, man sieht es bereits sehr gut, die Tastatur hat freistehende Tasten. Hat den großen Vorteil, dass man die Tastatur oder die Tasten leicht reinigen kann, gefällt mir persönlich sehr gut. Generell dieses mit den freistehenden Tasten, das ist mittlerweile so eine Sache, die immer mehr Hersteller aufgreifen. Zuletzt eben auch die Razer Black Widow X, auch die hat auf dieses Konzept gesetzt. Ansonsten auch eine Sache, die immer wieder mittlerweile die Hersteller in Angriff nehmen, das ist hier die Metallplatte. Ja, also das ist keine Kunststoffplatte, sondern das ist tatsächlich Metall. Und auch das hat natürlich den großen Vorteil, dass die Verwindungssteifigkeit der Tastatur besser ist. Gleichzeitig ist natürlich auch diese Metallplatte nicht so empfindlich, wenn es um kleine Kratzer geht. Was man natürlich beachten muss, die Oberfläche, also wenn man schweißige Finger hat oder Fettfinger vom Essen, die Fingerabdrücke sieht man hier auf dieser schwarzen Metallplatte schon recht deutlich. Ja, also das ist so ein kleiner Kritikpunkt, ja, also oder man sollte das zumindest im Hinterkopf behalten. Ja, kommen wir jetzt gleich direkt zu den Ausstattungsmerkmalen der Tastaturen. Obwohl das jetzt quasi nur die Basistastatur ist, ja, ohne jetzt irgendwelche Zubehörteile, hat man trotzdem schon sehr viel mit an Bord. Fangen wir mal an, direkt hier an der rechten Seite, was natürlich sofort auffällt, das ist nämlich hier die Lautstärkeregelung. Das Ganze erfolgt nämlich hier mit so einem, ja, das erinnert ein bisschen an ein Mausrad, ja, und hier kann man direkt eben die Lautstärke anpassen in sehr feinen Stufen. Ich finde das immer sehr gut, wenn es eben eine dedizierte Lautstärkeregelung gibt. Ansonsten haben wir auch die Möglichkeit, das sieht man dann, muss ich selbst gerade gucken, da gibt es nämlich die Möglichkeit, dass man genau hier Bild rauf und Bild runter, da kann man zwischen den beiden Anki-Rollover-Modi wechseln. Wir haben also bei Bild runter, da ist es das sogenannte Six-Key-Rollover und wenn man hier nach oben drückt, also Bild nach oben, dann hat man das Anki-Rollover, also sprich, wir können da unendlich viele Tastenanschläge machen, ohne dass irgendeine Taste verschluckt wird oder ein Tastenbefehl verschluckt wird. Manche bezeichnen es auch als Anti-Ghosting, ja, um das auch nochmal hier in den Raum zu reinzuhauen. Ansonsten, was man ebenfalls schon bemerkt hat, die Tastatur hat eine anpassbare Beleuchtung. In dem Fall aber keine RGB-Beleuchtung, so wie das aktuell der Trend ist, sondern wir haben hier nur eine rein weiße Beleuchtung. Ihr habt es gesehen, ich kann die Helligkeit direkt on the fly anpassen an der Tastatur selbst. Es gibt auch dann noch einen Farbmodi oder beziehungsweise Beleuchtungsmodi, Entschuldigung, das ist der Atmungseffekt. Ansonsten haben wir auch noch die Möglichkeit, dass wir individuelle LED-Profile erstellen. Ja?
Die Tastatur selbst hat auch einen integrierten Onboard-Speicher mit 128 KB Größe. Auf diesen Onboard-Speicher kann man 5 Profile abspeichern und die Tastatur ist vollständig programmierbar, also so wie man das auch kennt von Epic Gear. Es gibt auch eine umfangreiche Software, die auch sehr übersichtlich ist, also es lässt sich wirklich alles schön on the fly anpassen. Und natürlich habe ich auch die Möglichkeit, in den sogenannten Gaming-Modus zu wechseln, und in dem Fall deaktiviere ich die Windows-Taste. Ja, das war es eigentlich einmal zu der Ausstattung selber oder zu den Features der Tastatur, soweit so bekannt. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight, und da werde ich jetzt dann auch mal kurz reinzoomen zu der Tastatur. Ja, da werde ich aber auch noch mal kurz ein bisschen die Beleuchtung runterdrehen, damit man das etwas besser sieht. Ja, ich glaube, jetzt ist es etwas besser. Hier sollte eigentlich ein mechanischer Schalter sein. Ja, dieser mechanische Schalter, der existiert doch, den habe ich nämlich vorhin entfernt. Ja, das ist in dem Fall, sind es die Epic Gear Purple Switches. Das ist eine Eigenmarke, die werden selbst produziert. Und ja, hier nochmal die Tastenkappe auch. Das Ganze wird entfernt mit diesem Tool, das ist im Lieferumfang enthalten. Das ist so eine Plastikkralle, ja, mit der breiten Plastikkralle. Da entferne ich die Tastenkappe und mit der kleinen Kralle entferne ich dann den Switch. Den kann man schön rausziehen. Man muss an dieser Stelle kurz erwähnen, dieses Entfernen dieser mechanischen Schalter, das ist nicht ganz so leicht. Also das ist ein bisschen ein Gefummel. Also auch ich hatte so am Anfang meine kleinen Probleme. Also wenn man da jetzt tatsächlich die komplette Tastatur irgendwie die Switches tauschen möchte, was wahrscheinlich keiner machen wird, das kann schon ein ziemlich langer Prozess sein. Aber die Tastatur ist eigentlich dafür ausgelegt, dass man die Schalter in gewissen Regionen, bei gewissen Tasten ändert. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Also wenn man zum Beispiel sehr viel mit den WASD-Tasten zockt, ja, oder zum Beispiel die Tasten 1 bis 4 verwendet oder die R-Taste, also so typisch Shooter, dann kann man, wenn man möchte, andere Schalter verwenden. Es gibt derzeit 3 Schaltertypen, die werde ich euch auch kurz zeigen. Da gibt es nämlich hier so ein Set, das gibt es im Handel erhältlich. Den Preis und Verfügbarkeit und so weiter, dann den schriftlichen Testbericht. Und da seht ihr, es gibt 3 Switch-Typen mit 3 unterschiedlichen Farben. Das sind die grauen, die orangenen und die Purple, also die violetten Switches von Epic Gear. Wie unterscheiden sich diese Switches? Nun, die grauen Switches, die grauen und auch die orangenen Switches sind im Prinzip, erinnern so ein bisschen an das, was man auch von den MX-Schaltern kennt, also sprich von den Sherry-Switches. Fangen wir mal an bei den Epic Gear Grey. Das sind lineare Switches, also die erinnern mich so ein bisschen an die Red Switches. Die haben also die Position des Signalpunktes liegt bei 1,5 mm, der komplette Hubweg liegt bei 4 mm, also die lösen schon relativ früh aus, eben bei 1,5 mm. Die Sherry Switches hingegen erst bei 2 mm. Der Widerstand ist bei allen 3 Switches liegt bei 50 Gramm, also da gibt es keinen Unterschied, und die Lebensdauer ist laut Hersteller beträgt ja 70 Millionen Anschläge. Ich zeige dir noch mal kurz her. Das sind eben die Gray Switches, die sind die linken eben in dem Fall. Die erinnern mich halt so, das sind die typisch linearen Schalter, die erinnern mich so ein bisschen an die Red Switches von Sherry. Dann gibt es die orangenen Switches, die in der Mitte sind, die orangenen Switches. Das sind sogenannte taktile Switches und die erinnern mich sehr stark an die Sherry MX Brown Switches, und last but not least gibt es eben die Purple Switches, mit der wird die Tastatur, also oder zumindest unser Testmuster wurde mit der ausgeliefert, und die sind deutlich hörbar, die haben auch so einen richtig schönen Widerstand, den man spürt, und die erinnern, wie könnte es anders sein, natürlich an die Sherry MX Blue Switches. So, da nochmal hier, das ist der Purple Switch, und ich zeige euch das Ganze, also den kann man auch ganz einfach wieder einsetzen. So, drückt man einfach rein und schon ist der Switch wieder drinnen. Wie gesagt, der Einbau und der Ausbau dieser Switches ist nicht ganz so einfach. Man braucht da tatsächlich ein bisschen Zeit, und ja, ich muss auch ehrlich sagen, diese Plastikkralle ist jetzt vielleicht auch nicht optimal, aber es geht, wenn man sich ein bisschen bemüht. Die Idee dahinter, ich habe es auch schon kurz erklärt, ist einfach der, dass man zum Beispiel die Switches anpasst an die eigenen Vorlieben. Also wenn man viel zockt und sagt, ich möchte, dass ich da einen lineare Schalter habe, ja, weil ich da sehr schnell tippen möchte mit denen, dann empfiehlt es sich eben, dass ich die Purple Switches gegen die
Gray-Switches austausche. Jetzt kann man natürlich sagen, als Vielschreiber möchte ich vielleicht lieber, dass bei gewissen Tasten die Purple-Switches sind. Also ihr seht, es ist einfach ein selbst überlassen. Man muss dazu erwähnen, ihr seht selber, ich tue es noch einmal kurz herzeigen, das Set. Es sind jetzt von jeder Type 8 enthalten. Das heißt, grundsätzlich kann ich das so in den Hauptgaming-Arealen, also WASD, Q, IR, ja, was man halt so häufig verwendet und vielleicht noch 1, 2 und so weiter, da kann man tatsächlich die Switches anpassen. Wenn man aber mehr möchte, dann muss man sich andere Kits kaufen, ja, die dann, wo dann auch mehr von anderen Farben drinnen sind, ja, oder vielleicht nur eine gewisse Type, und da kommen dann auch unterschiedliche Preise auf euch zu. Da muss man dann auch schauen, was ist überhaupt im Handel erhältlich. Ja. Also das ist eine nette Spielerei, die jetzt nicht schlecht ist, die auch tatsächlich Sinn ergibt, ja, wenn man das möchte, ist auf jeden Fall ein tolles Konzept, aber man muss selber schauen, ob das für einen Sinn macht. Also wenn ihr generell schon Fan seid und sagt, hey, ich mag die Red Switches, ja, dann macht es nicht wirklich viel Sinn, wenn ihr jetzt das noch so ein Kit dazu bestellt, sondern dann holt ihr euch einfach die Epic Gear Defined mit den Epic Gear Gray Switches, als Beispiel jetzt. Ja? So, das war jetzt viel Input zu diesen Schaltern. Vielleicht noch ein bisschen was zum Schreibgefühl, ja, zum Tippgefühl. Tatsächlich, es wird immer so ein bisschen rumdiskutiert, ja, dass nur die Sherry Switches so, sich so super präzise und angenehm anfühlen. Ich muss an der Stelle sagen, ich bin von den Epic Gear Switches sogar sehr, sehr begeistert, sehr positiv begeistert. Erstens einmal schon der Signalpunkt bei 1,5 mm. Das merkt man schon, diesen Unterschied, ja, also dass die Tasten etwas früher auslösen oder der Tastenbefehl früher auslöst. Das macht tatsächlich Sinn im E-Sport-Bereich. Ja. Dazu muss ich auch sagen, dass sich die Switches allesamt wirklich sehr angenehm anfühlen. Also wenn man schreibt, wenn man tippt, ja, egal ob das jetzt die Purple-Switches sind oder die Orange-Switches, die haben wirklich ein sehr angenehmes Gefühl und erinnern mich sehr stark an den Sherry-Switches. Also ich konnte da jetzt tatsächlich keinen großen Unterschied feststellen. Ja. Tut ja auch Epic Gear da nochmal klarstellen, dass man hier wirklich hochwertig verarbeitet. Man hat hier nämlich eine Doppelkurven-Kontaktpunkt und einen sogenannten Dual-Crosspoint-Bauweise mit großen vergoldeten Kontaktflächen. Ja? Also das sind wirklich hochwertige Switches, nicht irgendwas Billiges, und von daher wirklich eine nette Geschichte. Kommen wir jetzt noch zum Preis und zum kurzen Fazit. Ich laber eh schon fast viel zu viel über die Tastatur. Die Epic Gear Defined ist ab sofort im Handel erhältlich, kostet 100 Euro, also knapp 100 Euro. Gibt es eben wahlweise mit den Purple Switches oder eben mit den Orange Switches oder den Gray Switches. Ja, diese drei verschiedenen Modelle sind im Handel erhältlich, auch mit dem normalen deutschen Layout. Diese ganzen Zubehörsets wie Handballauflagen, dann eben dieses Switch-Kit, das gibt es separat zu erwerben. Da teilweise im offiziellen Shop, teilweise auch, habe ich schon bei anderen Shops gelistet gesehen, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis es überall gibt. Die Infos, Preise etc., die findet ihr bei uns dann im schriftlichen Testbericht, sonst sprenge ich hier wirklich komplett den Rahmen von dem Video. Ja, jede Menge Text und Input. Ihr könnt das Ganze noch einmal bei uns auf der Seite in Ruhe durchlesen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer recht herzlich bei euch. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Gerne könnt ihr auch Kommentare hinterlassen mit Fragen zu der Tastatur, tue ich euch gerne beantworten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.